Hallo Leute, willkommen zum Termin Plan der Königin und ja, was haben wir denn heute? Entscheidet über den Antrag zum Bau eines militärischen Außenposten, fällt ein Urteil über die Zukunft von Mistpeak, Armee von Albion beauftragen. Kaelin, die Vertreterin des auroranischen Volks, hat euch um eine Audienz gebeten. Man erwartet euch bereits im Thronsaal. Achso, oh, das ist die Aktion. Ja Leute, wir sind wirklich nahe am Fable 3 schon am Ende. 5 Parts sage ich noch, also maximal 5 Parts kommen noch. Hat das jetzt einen Hänger oder will das mich jetzt verarschen? Nee. Verehrte Anwesende, die Königin! Okay. Hallo Steampunk. Hallo Walter. Hallo Cecil. Heute werdet ihr über den Schutz von Aurora entscheiden. Kaelin gibt ihren Vorschlag ab. Reaver wird die Sache anfechten. Dann sprecht. Eure Majestät, wie ihr wisst, wird meine Stadt nach wie vor aus der umliegenden Wüste bedroht. Ein Außenposten ist unnötig. Wie sehen wir böse aus? Aurora ist im Augenblick sicher genug. Das Urteil der Königin gilt. Die Militärpräsenz in den Straßen Auroras wird als ausreichend angesehen, um die Bürger zu beschützen. Es ist sehr ermutigend, dass die Vernunft siegt. Bravo, Majestät. Bravo. Wir haben euch das Leben gerettet. Und ihr verdammt uns zum Tode. Nennt ihr das etwa gerecht? Das sehe ich schon nicht gerade freundlich aus, das sage ich dir gleich schon. Bringt Sabine von den Mistpeak-Vagabunden her! Der Sprengkasper, was will der jetzt? Heute entscheidet ihr über Mistpeak, die Heimat der Vagabunden, Eure Majestät. Sabine wird für sein Volk und sein Land sprechen. Reaver wird die Sache anfechten. Dann sprecht. Ich komme, um einzulösen, was mir und meinem Volk versprochen wurde. Den hören wir uns das an. Ihr wolltet unsere Berge wiederherstellen und unser Recht, in ihnen zu leben. Unser Teil des Handels ist erfüllt. Wir haben euer Recht, auf dem Thron zu sitzen, mit dem Leben bezahlt. Jetzt erfüllt euren Teil. Beseitigt den Schaden, den euer Bruder unserem Land angetan hat. Dann sind wir quitt. Eure Majestät. Das klingt nach unnötigen Ausgaben und einer dreisten Forderung. Welchen Wert haben denn ein paar Bäume? Die Wälder von Mistpeak liefern wertvolle Rohstoffe. Darauf können wir nicht verzichten. Mistpeak und seine Wälder sollen der Verteidigung des Königreiches dienen. Ihr habt einen Feind fürs Leben, Königin. Vorsicht, sonst zerstört eine neue Revolution das Land, bevor ihr es rettet. Sollte das eine Drohung sein, kleiner Mann? Die Wälder von Mistpeak sind unser größter nationaler Reichtum. Und dank der Reaver-Werke könnt ihr ihn jetzt auch genießen. Schiffe, Waffen und Möbel gehören zu den vielen Wundern, die nun für euch erreichbar sind. Vergesst nicht, Natur will, dass wir sie nutzen. So, Leute, wir sind fertig für heute. Buh! Die Dinge stehen schlecht. Ihr solltet jemanden feuern. Fangt bei den Oberen an. Bestie! Lang leben, Königin. Glückwunsch! Das Bad in der Menge hat sich gelohnt. Denkt dran, die Interaktion mit den Bürgern Albions ist immer ein guter Weg, um Anhänger zu gewinnen. Na gut, als Königs können wir mit sämtlichen Dienstmädchen schlafen eigentlich. Buh! Was bist Buh! Du? Na, die wird schon besser lässt. Königin? Das machen wir jetzt nicht. Eure Majestät? My Lady? Ich habe ein anderes Problem. Wir haben andere Probleme. Die Weltrettung hat angefügelt.
ist das so schön. Boah, sah durch den Goldhaufen an. Es wird Zeit, Majestät, dem Schicksal die Stirn zu bieten und Elbions Armee zu mobilisieren. Wir nutzen das Geld, um die bestmögliche Verteidigung aufzubauen, doch vorher benötige ich eure Unterschrift auf einem Vertrag, der bestätigt, dass ihr euch der Anzahl der möglichen zivilen Opfer bewusst seid. Eine reine Formalität. Sollte euch die Zahl erschrecken, möchtet ihr vielleicht möglichst viel Gold an die Staatskasse spenden, bevor ihr unterschreibt. Sehr gut. Bitte unterschreibt auf der gepunkteten Linie. Hiermit bestätige und akzeptiere ich, dass sind ja bloß ein paar meine Untertanen im nächsten Krieg sterben werden. Rhabarber, 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 Waschmaschine, Waschmaschine, nicht an Quadrat gebunden, Kleingedruckte, besser leben, Tiralala, Tihi, Tihi. Gut annehmen. Glückwunsch! Ein Jahr seid ihr nun schon Königin von Albion. Wie die Zeit vergeht. Ich freue mich zu sagen, dass Albions Armee in Vorbereitung auf die Invasion mobilisiert ist, so dass wir uns nicht darum Sorgen brauchen. Wir sollten diesen denkwürdigen Tag feiern, deshalb habe ich etwas Großartiges für euch vorbereitet. Zuerst werdet ihr mehrere Stunden stillstehen und euer Porträt malen lassen. Dann werdet ihr die 47 Blumenarten aussuchen, die bei eurer Parade durch die Stadt gestreut werden sollen. Und dann werdet ihr noch unzählige Autogramme unterschreiben. Wo ist meine Flinte? Gut, dann braucht ihr noch neue Schuhe und... Gott sei Dank, du hast was gut bei mir, Theresa. Es wird das letzte Mal übrigens sein, dass wir uns auf den Gildenweg holen. Auf den Siegelstraße, nicht auf den Gildenweg. Der Tag ist da, Königin. Ihr müsst der Dunkelheit begegnen. Aber ihr werdet dies in eurer wahren Form tun. Eure Taten innerhalb des letzten Jahres haben euren Charakter gezeigt und das Leben eurer Untertanen beeinflusst. Viele halten euch für eine Tyrannin, aber ihr habt alles getan, um euer Volk zu retten. Aber mehr als eine Königin seid ihr eine Heldin. Ihr seid Albions Geschützerin. Die bevorstehende Schlacht ist der Grund für eure Thronübernahme. Nur ihr könnt die Kreatur besiegen, die in den Schatten lauert. Tut ihr das nicht, waren all eure Bemühungen umsonst. Geht und erfüllt euer Schicksal. Also hier steht's grad. Wenn man jetzt die Waffen nämlich aufladet. Maki! Waffe. Ich werde doch eine Meisterin der Nahkämpfe. Also gehen wir uns die Leute nochmal durch. Und von Mr. Leslie Zhao an unser Freund der Würfelfritze, dahinter Kit. Die beraten dann die zwei Schauspieler drunten. Dann in der nächsten Reihe Paige, Swifty. Bibliothek, glaube ich, Sam, Saker. Und auf der Seite haben wir die Tuse, wo wir Nigel Fairbanks rausgehaut haben.
Ist ja mal unseren Bruder, keine Ahnung warum der steht. Kaelin, die alte Tunte. Sabine? Genau, Sabine. Ben, den Zwergendantler, Moldor. Und hinten noch der Hühnerleiter. Natürlich unsere beiden Groß, Jasper und Walter. Und ja, ich würde sagen, letzte Roxy Shit im letzten Part. Ich sage, mein Name ist Tiger Jack. Vielleicht zum vorletzten und letzten Part sehen wir uns wieder. Und ich sage, Wiederschauen, reingehauen, Servus.